Hallo und herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge LS17 auf der nordfriesischen Marsch vierfach in der Version 1.6. Genau. So, wir geben allen wieder den Aufnahme- bzw. Abfahrkurs. Ist er das hier auf Feld 3? Wo haben wir ihn? Na, wo steht er? Wo haben wir ihn stehen? Da drüben. Ist er das? Scheint er zu sein. Abfahren. Weitermachen. Weitermachen. Warst du fertig? Du warst fertig. So, hier haben wir den Big M. Genau. Ab. Alt. Stopp. Kurs laden. Abfahren zum Rinderhof. Das war Feld 31. Einstellen. Entlassen. Löschen. Feld 31. Einstellen. So, du darfst weitermachen. Was hast du denn hier für einen Auftrag gehabt? Zuckerfabrik vom Hoflager. Zucker ist voll. Du bist fertig auf Feld. Auf Feld kein Kurs, genau. Ich lasse mal dann erstmal stehen. Hopfen kann mal ein bisschen gelehrt werden. Du darfst auch den. Genau. Du darfst auch weiterarbeiten. Du darfst erst recht weiterarbeiten. Rinder. Jetzt sagt nicht. Wir sagen gar nichts. Der Kurs ist noch drin. Super. Genauso wollten wir es haben. So, dann hier hatten wir, glaube ich. Silo befüllen, Rinderhof, kann das sein? Anzeigen. Ja, das war er. Und dann wieder einstellen. Ja, dann haben wir eigentlich wieder alles am Laufen. Sehr schön. Dann könnten wir uns rein theoretisch wieder um das Gras kümmern. Dass das endlich auch mal hier runterkommt. Wieso steckst du im Verkehr fest? Du mögst doch bitte abfahren. Müssen wir wieder auf Häckselgut einstellen.
Warum mag er nicht? Jetzt aber super. Du hast die Kurve zu eng gekriegt, gar kein Problem, dir helfen wir. So. Drescher ist auch super dran. Er macht Pause. Mario wieder. Sag mal, was ist denn mit dem hier los? Er möchte... kurz ein bisschen auf die Sprünge. Unser Aufschieber schiebt natürlich super auf. Wie viel haben wir denn jetzt mittlerweile im Bunker drin? 1,4 Millionen. Auch sehr schön. Wir suchen unsere Graseinsammler, Grasschwader, Bandschwader und machen dort ein bisschen weiter. Ja, meine Freunde, ich weiß, ich werde es nie mehr ohne Cosplay machen. Versprochen. Ich sehe es ja selbst ein. Aber wie gesagt, das Gras muss rein. Na so. Aber wir haben doch nicht mehr viel, meine Freunde. Es ist doch nicht mehr allzu viel. Das bisschen kriegen wir da auch noch hin. Hier den Anfang. Müsste doch schon hier irgendwo sein. Ich würde einfach mal behaupten, hier. Ja, sicher. Was haben wir denn da jetzt für ein Problem? Ach, bestimmt die beiden Abfahrer von dem Drescher. Sagte ich. So, wo haben wir wieder unseren Bandschwader? Dort haben wir ihn und weiter geht's. Ja, ich habe jetzt noch nicht bei YouTube reingeguckt, ob irgendwelche Kommentare kamen heute Morgen. Tut mir echt leid. Ich bin jetzt auf Montag. Ich nehme jetzt gerade die Folge für Dienstag am Montag auf, genau.
Müsste ich gleich mal reinschauen und dann wollen wir mal gucken. Und dann gibt es halt im Laufe der nächsten Folgen dazu Stellungnahme oder Erklärung. Also bitte etwas Geduld dann. Ja, also ich merke es hier selber auch mit dem Gras. Andauernd nur hier Gras machen, Gras machen, Gras machen. Jo, da geht irgendwann dann die Luft raus. Ist ganz normal. Also, ne, kann ich auch nichts anderes zu sagen. Ist auch so. Möchte ich auch gar nicht abstreiten oder ähnliches. Ich versuche natürlich immer noch so attraktiv bzw. so bestmöglich für euch zu machen, wie es geht. Wenn ihr natürlich da noch Tipps habt, her damit. Freue ich mich drüber. Versuchst du dann halt auch wieder mit einzubauen, gar keine Frage. Aber im Allgemeinen versuche ich halt, so gut es geht, da haben wir schon ein bisschen Mist gemacht. Ist ja nicht so tragisch. Wie gut, dass wir das jetzt gemerkt haben. Ja, wie gesagt, wenn ihr Tipps habt, immer her damit. Ich versuche die natürlich einzubauen. Würde mich sogar darüber freuen, wenn mal ein paar Kommentare kommen. Vielleicht kann mir auch nochmal jemand kurz erläutern, wie das nochmal genau geht. Für ein Cosplay das Feld genau zu bestimmen oder selbst zu bestimmen, die Größe, was er bearbeiten soll. Ich weiß, da fährt man eigentlich einen Kasten rumherum und dann verließen sie mich. Ich weiß nicht mehr, wie da die Einstellung weiterging. Vielleicht weiß das ja noch jemand und kann es kurz beschreiben. Wäre natürlich richtig doll. Würde ich mich sehr darüber freuen. Und dann könnten wir natürlich auch hier einzelne Felder rausmachen, das wären dann 1, 2, 3, 4, 5 einzelne Felder bzw. Bereiche, Bezirke, wo wir dann hier den Cosplay auch in Ruhe abfahren lassen könnten, einsammeln lassen könnten, schwaden könnten und. Wäre natürlich sehr nice. Dann hätten wir hier nämlich die, weiß nicht, 20. Folge jetzt, wo wir hier Gras einsammeln. Natürlich nicht so. Könnten wir uns um andere Sachen kümmern, wie zum Beispiel um die Industrien. Und ja. Wäre natürlich klasse. Ich ziehe jetzt die Reihe hier noch eben schnell zu Ende und dann schauen wir da eben nach dem Lexion, was er da wieder hat. So. So, ja, müssen wir etwas größer ziehen, damit wir hier auch gleich alles wirklich mitbekommen. Setzen ihn hier vorne dann wieder an. Ach, so viel haben wir doch gar nicht mehr. Schaut mal. So viel ist das gar nicht mehr, wie ich sehe. So, machen wir erstmal hier, dass die beiden hier wieder arbeiten können. Okay, da ist ein Engpass, gut zu wissen. Dann schicken wir einfach weg. Dann geht das auch wieder mit Nachbarn. So. Halt, was machst du da vereinmischt? Du schiebst schön auf, das ist doch sehr schön. Oh, haust du ab? Also, okay, gut. Er kommt wieder, auch sehr schön. Na, wo haben wir unser Schwaben? So, und weiter geht's.
So, ich würde sagen, nur einmal hin und einmal her. Fertig ist das Murmeltier. Nein, natürlich nicht. Aber ich denke mal, noch einmal müssten wir eigentlich alles haben, ne? Ja, da können wir aber dann alleine fahren. Da brauchen wir dann nicht unbedingt noch ein Bandschwader dafür. Doch, wir nehmen noch beide mit. Den hinteren nehmen wir auf jeden Fall noch mit. Ach man, wer steckt jetzt wieder im Verkehr? Ja, das ist nervenaufreibend. Wenn das eine läuft ganz gut, das andere, naja. So, und dann jedes Mal die Arbeit wieder hier unterbrechen, weil da irgendwie was nicht wirklich funktioniert. Ja, müssen wir halt durch. Aber ich denke mal, wir kriegen auf jeden Fall in der heutigen Folge das Stück hier fertig mit Schwad. Schaut ja sehr gut aus. So. Ich muss hier fahren, weil es ist noch einiges dort liegen geblieben. Da fängt es an. Aber wir schauen mal kurz hier rüber. Warum fährst du denn so daran? Du musst doch einfach nur etwas größeren Bogen. Dann darfst du hier drehen und darfst ranfahren. Jetzt will er nicht mehr. Ach, da ist wieder jemand am Kreiseln. Auf Feld 3 war doch wieder klar. So. So, anschalten und weiter geht's. Werden wir wohl doch noch mal fahren müssen. Oder? Doch nicht mehr. Wäre ja cool, ne? Wenn wir das fertig kriegen würden hier. Endlich mal. Da haben wir auch noch eine Reihe liegen gelassen. Was ist denn da los? Stimmt der volle Mini nicht? Oder ist das nachher zu viel gewesen, da er gar nicht mehr alles mitkriegt? Das kann natürlich auch sein. Aber soll jetzt nicht so tragisch sein. Auf der anderen Seite bleibt es dann halt liegen. Kann ich auch nichts dafür. Dann haben wir halt wieder was für die nächste Grasernte im Pedo. So. So, dann wollen wir mal Gras sammeln. Aber das, meine lieben Freunde, werdet ihr, denke ich mal, morgen sehen.
Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lassen würdet, ein Abo da lassen würdet und morgen wieder reinschalten würdet. Bis dorthin, danke und tschüss.